Ich wäre fast versucht zu sagen, mein Vorredner Pater Föhn und nicht Peter Föhn. Es hat ja wirklich sehr getragen getönt, Ihr Vortrag. Es sind auch ein paar Fragen aufgetaucht und viele Argumente sind bereits gefallen. Ich will deshalb nur ein paar Schlaglichter aufblitzen lassen. Zuerst ist mal gefragt worden, ja, das 1:12 sei doch ziemlich willkürlich. Also die Initianten haben sich marketingmäßig ein paar Gedanken gemacht, offenbar mehr als die Gegnerschaft. Es ist einfach zu erklären, das Jahr hat 12 Monate. Wenn es weniger Monate hätte, hätte der Titel anders gelautet. Und wenn das Jahr mehr Monate hätte, dann wäre diese Quotient auch anders ausgefallen. Nun, die Juso-Initiative ist tatsächlich relativ frech, ziemlich radikal und ich finde, das ist auch ein Vorrecht der Jugend, gelegentlich ein bisschen radikal zu sein. Hätte ich der Juso Ratschläge erteilen können, hätte ich gesagt, fahrt zurück. 1:12 ist zu viel. Versucht es mit 1:8 oder 1:10. Nehmt euch ein Beispiel am stockbürgerlichen Glarner Landrat. Der hat, ohne dass es Diskussionen gegeben hat, einstimmig beschlossen, eine Lohnschere von 1:10. Also nicht diese übertriebene Forderung von 1:12, wie sie die Juso da aufs Schild gehoben hat. Und wenn ich jetzt da irgendetwas nicht ganz verstanden habe und dieses Juso-Glarnerische Paradoxon nicht aufgelöst habe, bin ich sicher, dass mich der Mathematiker und den Glarner-Ständeräten da ins... Also ein bisschen Klarheit schaffen kann. Ich bin sehr gespannt, wie wir das bilateral klären können. Also ich habe dann die Rechnung, wie sie Kollegin Keller-Suter gemacht hat, ein bisschen großzügiger gemacht. Ich habe gesagt, also 4.000, das ist eine reelle Basis, aber ich habe die Gratifikation noch eingerechnet. Also 4.000 mal 13, das mal 12 und da komme ich auf 624.000 Franken. Das wäre also gemäß Juso-Rezept möglich. Diese 624.000 Franken sind ungefähr das anderthalbfache eines Bundesratslohnes. Jetzt haben wir gehört, wenn das angenommen wird, dann verreisen die besten Leute ins Ausland. Und ich bin wirklich ein bisschen erschrocken und bin jetzt wirklich sehr erleichtert. Für mich sitzen die besten Leute nach wie vor auf den Bundesratssesseln. Ich bin sehr erleichtert, Herr Bundesrat, dass Sie nicht ins Ausland abgewandert sind, sondern dass Sie immer noch hier bei uns sitzen. Ich vermute deshalb, dass die Gegnerschaft mit diesem Argument der Abwanderung der besten Leute auf dem Holzweg sind. Immerhin glaube ich nicht, Herr Bundesrat, wenn wir Ihnen den Lohn um die Hälfte erhöhen würden, dass Sie dann den Job schmeißen und die Schweiz verlassen würden. Und ich glaube auch nicht, dass wir bei künftigen Vakanzen im Bundesrat nicht mehr die wächsten und die besten Kandidatinnen und Kandidaten hätten, so wie wir das jetzt ja immer haben. Erlauben Sie mir ein weiteres Schlaglicht, das hat Kollegin Fetz hat das erwähnt. Ich erinnere mich an ein Porträt eines Urgesteins der seinerzeitigen Bankgesellschaft. Damals hießen sie noch Direktionspräsidenten oder Präsidenten der Generaldirektion und noch nicht CEO. Und dieses Urgestein der Bankgesellschaft hat in diesem Porträt erwähnt, er habe nie mehr als 1 Million verdient. Ähnliches habe ich von der SKA-Spitze, seinerzeitigen SKA-Spitze gehört. Und die genannten Großbanken, die haben sich in jener Zeit bestens entwickelt. Die haben fette Bilanzen präsentiert und haben floriert. Im Verlauf der Zeit sind diese Bankier mit Q geschrieben, sind zu Bankern geworden. Die Direktionspräsidenten nannten sich CEO. Die staatlichen Löhne dieser Bankchefs, die wurden zu exorbitanten Vergütungen oder Remunerationen. Gelegentlich hörte man sogar von Entschädigungen, als ob sie den Schaden, den sie angerichtet haben, wirklich auch gedeckt hätten. Und die fetten Bankbilanzen haben sich als aufgeblasene Luftballone gezeigt. Bankgesellen mit hoher Identifikation mit ihrer Unternehmung sind plötzlich zu giergetriebenen Spießgesellen geworden. Das Ganze gipfelte darin, dass die Schweizerische Eidgenossenschaft praktisch eine Bürgschaft in der Höhe von 60 Milliarden Franken zur Abwendung eines epochalen Bankenkrachs leisten musste. Bei Annahme dieser Juso-Initiative würden die besten Leute
abwandern, heißt das. Also diese selbsternannten Masters of the Universe, die das Desaster angerichtet haben, die würden abwandern. Unter uns gesagt, den Kommunikatoren der Gegenkampagne, würde ich eine ein bisschen vorsichtigere Kommunikationsstrategie empfehlen. Was Sie als einschüchternde Drohung verstehen und also meinen, das tönt in meinen Ohren wie eine Verheißung. Das ist für mich ein guter Grund, dieser Initiative zuzustimmen. Ein weiterer Grund, der Initiative zuzustimmen, ist für mich, dass die Initiative zu einem Zeichen für eine Zeitenwende werden könnte. Eine Wende in eine Zeit, wo das klassisch liberale Postulat, wonach sich Leistung lohnen muss, wieder mit realem Inhalt gefüllt wird. In eine Zeit, in der man fürs Nichts mehr tun keine 12 Millionen pro Jahr angeboten kriegt. Und in eine Zeit, in der man fürs noch nichts tun keine 25 oder 30 Millionen kriegt. Also eine Wende in eine Zeit, wo sich seriöse und nachhaltige Leistung wirklich wieder lohnt und fair und anständig entschädigt wird. Oder um mit dem Bild von Pankrats Freitag zu sprechen, in eine Zeit, wo jede Kuh im Stall ihren Anteil am Futter kriegt und dann auch ihren entsprechenden Anteil beim Melken abgeben kann. Deshalb stimme ich dieser Initiative zu. Sie ist für mich ein Signal zu einer Zeitenwende.